Hallöchen Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Dragon Quest 9. Wir befinden uns hier auf dem Magma, wie man unschwer erkennen kann. Zumindest der findige Beobachter unter euch sollte es gesehen haben, dass wir uns auf dem Magma befinden. Ich habe offscreen ein wenig zugeschlagen. Ich weiß, ich habe euch eigentlich versprochen, dass wir nach der Vögel in Lapskausen suchen. Aber ich habe einen kleinen, aber feinen, eine kleine, aber feine Änderung in unserem Plan vorgenommen. Und die lautet, dass ich die Gruppierung, nicht die Gruppierung, die Berufungsquests, die wir noch hatten, von Kampfkünstler, von Krieger, Barde und Priester, dass ich die einmal so weit vorangebracht habe, dass uns jeweils nur noch ein Punkt darin fehlt. Heißt, wir sollten es relativ einfach hinbekommen, die heute alle abzuschließen. Und dementsprechend fangen wir hier an mit einem kritischen, heiteren Hampler im besten Fall. Dann haben wir das direkt erledigt. Lizzie macht den kaputt. Du machst den Raunensoldat wütend, denn das sollten wir schließlich für die Kriegerquest machen. 10 Alraunensoldaten wütend machen und dann töten. Was, wie ich finde, wesentlich einfacher ist, als da noch auf einen kritischen Treffer zu hoffen, wie bei der ersten Kriegerquest. Das war ja unglaublich. So, das war kein kritischer, heiterer Hampler, aber sei es drum. Wir haben ja im besten Fall gleich noch einen Versuch. So, der ist stinksauer auf Deka. Dann wollen wir mal den heiteren Hampler machen und dann greifen wir an. Denn hier ist es glücklicherweise egal, wer das Vieh tötet. Hauptsache, es stirbt in dieser Runde. Das habe ich auch schon rausgefunden. So, dann ist das tot. Die wütende Wolke ist noch vorher dran, aber das passt schon. Ja. Kritisch? Nö, nicht amüsiert. Verstehe ich. Ich werde auch nicht amüsiert. Gut. Ein aggressiver Alraun-Soldat ist erledigt. Das wäre die benötigte Anzahl. 10 Stück. Wir sollen es Atze in Wurmwald erzählen. So, ihr habt übrigens eine Mini-Sequenz verpasst. Ich kann gar nicht betonen, wie mini diese Sequenz wirklich war. Denn als ich den Magma betreten habe, kamen Wladimir und Vitali und meinten, ja, hey, ach, hier wollte ich doch gar nicht hin. Ich wollte doch nach Blümingen. Was mache ich denn hier? Hier ist es doch viel zu umständlich. Ja, jedenfalls, die beiden kamen und meinten, ja, wir sind nur hier, um zuzugucken und nicht, um dich zu retten, wenn irgendwas schief läuft. Ne? Also, die Klitschkos hatten keinen Bock auf uns. Kann ich irgendwie auch verstehen, aber ein bisschen fies ist es schon. So, jetzt haben wir Quest 1 erledigt, folgt Quest Nummer 2, für die wir ein paar Golems aus den Pantalonen kloppen mussten. Und dementsprechend werde ich natürlich die Golems einmal aufsuchen. Ich dachte, an der einen Küste hier sollte das vermutlich am schnellsten gehen. Ich habe die Golem-Quest angefangen an der einen Küste links von Brennbergen, wo man auch die Spiegelsteine sammeln kann. Nicht ohne Grund hat Dance inzwischen auch eine Kartoptrick-Rüstung an, falls es einer von euch schon gesehen haben sollte. Genau, da hat das tatsächlich relativ schnell funktioniert. Ich hatte wirklich Glück mit den kritischen Treffern. Mal schauen, ob das jetzt in-game auch genauso gut funktionieren wird. Das weiß man ja nie so genau. Für die Priester-Quest habe ich es so gemacht, wie es... Ich glaube, ich hatte es schon erzählt. Mich dieses kleinen Tricks bedient, dass man einfach die ganze Zeit im Morast rumstapfen kann, bis man im orangenen Bereich ist. Und das hat wirklich gut funktioniert. Hat natürlich ein bisschen gedauert. 20 Mal dauert halt Ewigkeiten. Aber das passt schon. So, hier machen wir den heiteren Hampler, in der Hoffnung, dass wir nicht nur einen kritischen Treffer hinlegen, um einen Golem zu töten, sondern eventuell auch noch einen kritischen, heiteren Hampler. Nö. Wäre ja auch zu einfach. Gut, da war auch kein kritischer Treffer für mich dabei. Ich beschleunige die ganze Sache mal ein bisschen. Oh, ich habe mich umgeschaltet, egal. Das passt schon. So. Übrigens, wie ihr seht, habe ich auch mit dem einen oder anderen ein Level-Up gemacht. Lizzie hatte ein Level-Up und hat jetzt 2% mehr Blockchance mit dem Schild. Olli wollte ich warten, bis ich hier die letzten Punkte in Kraft geben konnte. Da wollte ich euch gerne mit dabei haben.
So. Denn wir haben hier nicht nur den kühnen Beschützer durch die prachtvolle Parade. Nein, wir haben auch den Sternenmarschall, weil wir noch ein paar Lebenspunkte gekriegt haben. So, die anderen habe ich alle... habe ich auch ausgegeben, was die an Dingern bekommen haben, aber hat scheinbar nicht viel funktioniert. Hat scheinbar nicht viel gegeben an Fähigkeiten, sonst hätte ich das nämlich mit aufgenommen. So, oh, ja, war auch wieder nicht kritisch. Das war auch wieder nicht kritisch. Na gut. Aber wir geben nicht auf. Da geht's weiter. Ey, sag doch, das geht hier schnell mit den Golems. Und vor allem sind die ja ziemlich dämlich. Die merken die Gruppe nicht, die sind zu perplex. Die sind halt wirklich doof. So, auch wieder nicht kritisch. Nichts Kritisches hier. Nö, gut, nichts Kritisches. Weiter geht es. Irgendwann wird es hier doch auch was Kritisches geben. Da ist der nächste Golem. Oh, ein Angreif. Nimmst du noch mit? Oh. Das natürlich. So. Na, das interessiert mich nicht wirklich. Weg mit dem Angreif. Total verzaubert von Olli. Lizzie macht ihn fertig. Ohne kritischen Treffer leider. Wo kommen die kritischen Treffer? Wann kommen sie? Wann kommen sie? Schnurken. Warum gibt es hier Schnurken? Das war gerade ziemlich dämlich. Ich hätte einfach erstmal die Schnurken wegmachen sollen und dann... Ja, da war ein kritischer Treffer, aber den habe ich nicht gebraucht. Den habe ich wirklich nicht gebraucht. So. Okay, heiterer Hampler. Attacke, Attacke, Attacke. In der Hoffnung, dass er nicht Lizzie angreift. Okay, damit komme ich klar. Konzentration ist wieder normal bei dem Golem. Oh, nichts Kritisches. Das ist jetzt aber auch. Warum? Ich will doch nur ein bisschen kritischen Treffer landen. Kaum nehme ich auf, funktioniert hier schon wieder nichts mehr. Das einzige Gute ist, wenn Lizzie noch ein paar Schläge abkriegt, ohne dabei zu sterben. So, nicht amüsiert. Yes! Guck mal, da haben wir die Quest erledigt. Sehr schön. Ah, wenn der kritische, heitere Hampler auch direkt mit dabei gewesen wäre. Das hätte ich richtig gut gefunden, aber leider nicht. Das wäre der letzte Golem mit kritischem Treffer. So, dann können wir uns jetzt von hier entfernen. Und wir gehen nach Mühltau. Das Gute ist, dass Lizzie jetzt so stark angeschwächt ist. Das heißt, ich kann mich jetzt einfach hier in das Gift begeben und im Kreis tanzen, bis Lizzie im orangenen Bereich ist. Der gute alte Kreistanz. Ja, der Kreistanz. Entschuldigung. So, orangener Bereich. Das heißt, jetzt geht es gegen eine weitere Gegnertruppe. Heitere Hampler. Mehr Heilung auf dich selber. Du machst das, du machst das. Und jetzt haben wir die Quest erledigt. Und jetzt müssen wir nur noch abwarten und immer wieder den heiteren Hampler machen, bis irgendwann mal ein kritischer kommt. Das ist nicht besonders spannend. Aber genauso habe ich das beim ersten Mal, also für den ersten heiteren Hampler geschafft. Und es war sogar genau das Gebiet hier. Nur ein anderer Gegnertyp. Oh ja, oh, oh. Das wurde jetzt aber gefährlich. Nö, immer noch nicht. Komm, so ein bisschen kritischer, heiterer Hampler. Hm? Bitte? Komm, die Katze lacht doch so gerne. Die Katze lacht richtig gerne. Miau, 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 miau. Irgendwann später. Ich bin froh, dass ich hier wirklich ein bisschen spulen kann. Und sonst so? Geht's euch gut? Was habt ihr heute so gegessen? Ist alles entspannt, ja? Nicht amüsiert. Komm, mach mal ein bisschen kritisch. Das Problem ist, das hat ja nicht mal was mit dem Gegner zu tun.
Hat nur was damit zu tun, dass Olli keine Lust hat, einen kritischen zu machen. Praktisch wäre natürlich, wenn jeder die Bardenfähigkeit können würde und dann könnten wir einfach viermal heitere Hampler machen und irgendwer würde sicherlich kritisch... Da war er, da war der kritische heitere Hampler. So, ein Monster einmal mit kritischem heiteren Hampler dazu gebracht, sich tot zu lachen. Und einen tödlichen Verbündeten verwundet, einen tödlich verwundeten Verbündeten so rum, einmal mit Mehrheilung wiederbelebt. So, Freunde, das waren die Quests. Wir haben sie allesamt geschafft. Und ich glaube, da können wir sehr stolz auf uns sein. Ich weiß, jetzt im Let's Play haben wir nicht wirklich viel dafür getan, aber ihr habt wenigstens eins gesehen. Und am einfachsten war halt wirklich die Kriegerquest. Dafür, dass das die höhere Kriegerquest war. Ich finde, die Mission hätte man ohne Probleme rumdrehen können. Ihr habt also drei Golems mit kritischen Treffern bezwungen. Dann seid ihr soweit, aber das letzte große Geheimnis der Kampfkünste lässt sich nicht erklären. Ihr müsst es spüren. Habt ihr wirklich geglaubt, das letzte große Geheimnis sei irgendeine mächtige Technik? Ja, das müsst ihr doch besser wissen. Natürlich ist es das nicht. Das Geheimnis ist ganz einfach. Nur durch fortwährendes Üben können Kampfkünstler ihr Potenzial voll und ganz ausschöpfen. Aber dies sind nur Worte und vielleicht haltet ihr sie für die hohlen Worte eines alten Mannes, hm? Nun denn, hier bitte, diese Schriftrolle erhält das ultimative Geheimnis der Kampfkunst. Man kann damit einen Teil seiner Konzentration in den nächsten Kampf mitnehmen, sofern man im selben Gebiet bleibt. Jeder, der diese Schriftrolle bei sich trägt, wird die Technik anwenden können. Das Kampfkunstkonvolut. Der Pfad der Kampfkünstler endet nie. Die Übungen werden das Leben und das Leben wird zu einer einzigen Übung. Hau weg den Dreck, ist damit abgeschlossen. Ich muss gestehen, ich glaube, ich bin davon gar nicht so überzeugt von dieser Technik mit der Konzentration, weil ich einfach so selten mit Konzentration spiele. Klar, wir werden mit Konzentration spielen. In Kinderschüchen würde ich es fast nennen. Denn der Todesstoß von Deka, vom Gladiator, der bringt einen dazu, die Konzentration einmal voll aufzuladen. Und das ist natürlich dann geil, wenn du in irgendeinem Random-Kampf deine Konzentration laden könntest. Dementsprechend werde ich dieses Kampfkunstdingen auch Deka in die Tasche stecken. Denn es ist komplett egal, wer es hat, steckt das ein, um einen Teil der Konzentration in den nächsten Kampf mitzunehmen. Derjenige, der es hat, der kriegt die Fähigkeit. So, und das heißt, Deka kann jetzt eventuell wirklich das Glück haben, den Todesstoß einzusetzen und die Konzentration zu behalten. Ihr scheint ja ein paar Monster mit euren Ampelkünsten amüsiert zu haben. Gute Vorstellung, würde ich sagen. Dann seid ihr wohl bereit. Bartentalent habt ihr ja. Und nun zu meiner letzten Aufgabe, versprochen. Da gibt es so eine Kerl in Stinsburg-Kerker, der aufgeeitert werden muss. Genau die richtige Aufgabe für euch. Okay. Das war mir neu. Gut, dann gebe ich erstmal die anderen beiden Dinge ab, bevor wir nach Stinsburg gehen. So. Eine Sache kann ich euch übrigens auch noch erzählen. Denn ich habe die eine Grotte gemacht, die bei Schloss Schicksal war. Da war ein weiterer Hengst der Angst drin. Hat nichts Wichtiges gedroppt, gab keine wichtigen Sachen. Allerdings habe ich dadurch eine weitere Karte gekriegt und die habe ich auch schon halbwegs erkundet. Ich habe den Boss noch nicht besiegt, aber ich kann euch sagen, das ist ein neuer Boss, den wir noch nicht kennen. Und deswegen habe ich da noch nicht weitergemacht. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Ich bin ganz sprachlos. Hier, das ist für euch. 5000 Goldmünzen. Was? Nur 5000 Goldmünzen? Ich will meine Schriftrolle. Ich weiß nicht, was sie mir bringt, aber ich will meine Schriftrolle. Ah, Wladimir. Vitali. Ich hab euch gut geschlagen, ihr seid stark und fähig, ein echter Krieger. Zur Belohnung lehrt ihr, wie man gegnerische Angriffe umgehend zurückschlägt. Wenn ihr diese Schriftrolle bei euch tragt, beherrscht ihr die Fähigkeit des Gegenangriffs. Super Soldatenschriftrolle. Sehr cool. Ich bin bloß ein simpler Leibwächter, aber ich werde euch nie vergessen. Ihr seid nicht simpel. Ich danke dem Geschick, das uns zusammenführte. Wir haben die Wehrlosen verteidigt. Das macht mich stolz. So, das waren Vitali und Wladimir. So, der Kriegerkodex. Steckt das ein, um Gegenangriffe aus dem Stegreif zu vermeiden? Gegenangriffe?
gerade eben hieß es, um Gegenangriffe auszuführen und hier steht drin, man vermeidet Gegenangriffe. Ich gehe mal davon aus, dass man damit wirklich Gegenangriffe ausführen kann. Dementsprechend gebe ich das gerne Dance, denn sobald der alle Paladin-Fähigkeiten kann, soll der sowieso viel von den Angriffen, die wir alle abkriegen, abschirmen. Und da wäre es natürlich gut, wenn er direkt in den Gegenangriff gehen könnte. Ergibt Sinn, ne? So, Hallöchen. Wie ihr eure Gefährten gerettet habt, war wirklich eindrucksvoll. Euer Herz ist so rein wie frisch gefallener Schnee. Mein Leben lang habe ich auf einen Priester wie euch gewartet. Endlich! Oh. So viele Männer des Gebets haben mich für einen verwirrten alten Mann gehalten und sich geweigert, mir zur Hilfe zu kommen. Und noch mehr achteten ihr eigenes Leben höher als das Ei, dessen Schutz ihnen anvertraut war und sind gescheitert. Aber ihr seid wahrlich würdig. Hier, das wird euch gestatten, euer Protektionspotenzial voll auszuschöpfen. Mit der Welle der Erleichterung könnt ihr alle Statusbeeinträchtigungen von euch und euren Gefährten nehmen. Wer diese Schriftrolle bei sich trägt, wird mit der Fähigkeit ausgestattet sein, dieses heilige Talent zu nutzen. Die seligen Schriftrolle. Sehr cool. Hege und Pflege. Oh yes. Verliert niemals eure Reinheit des Herzens, eure Freundlichkeit, euer Mitgefühl. Haltet dies stets in Ehren. Okay. Mach's gut, Priester-chan. So, ich glaube, dass der Priester Psalter steckt das ein, um die Welle der Erleichterung anwenden zu können. Das bekommt Lizzie. So. Und dann gehen wir mal in den Kerker in Stinsbruck. Dann seht ihr ja den Kerker Stinsbruck doch. Und ich meinte noch, ah, oh, der ist so unspektakulär, den muss ich euch nicht zeigen. Ja, Pustekuchen, guckt mal. So spielt das Leben. Und jetzt müsst ihr euch den trotzdem anschauen. So, zum Glück ist gerade noch Abend. Da können wir da rein. So, das ist, glaube ich, die Waffenkammer gewesen. Da müssen wir nicht hin. Aber hier. Sind wir in der Waffenkammer. Hier müssen wir nicht hin. reden wir da bitte nicht weiter drüber, ja? Ist das genehm für euch? Gut, danke. So, mit wem soll ich? Mit dir? Ihr seid im Bade, oder? Baden kann ich nicht ausstehen. Elende Angeber, alle miteinander. Na schön, bringt mich zum Lachen. Macht einen heiteren Ampler oder so. Was ist denn? Habt ihr Angst zu versagen? Nein, hab ich nicht. Gut, dann macht hin. Zeigt mal, ob ihr den heiteren Ampler drauf habt. Olli nimmt all sein komödiantisches Talent zusammen und legt nach Leibeskräften heiteren Ampler hin. Kritischer heiterer Ampler. War's das etwa schon? Ich kenne einen Baden, der heiter hampeln kann, bis ich die Balken biegen. Olli nimmt all sein komödiantisches Talent zusammen und legt nach Leibeskräften heiterer Hampler hin. Erneuter kritischer heiterer Hampler. Ihr seid gut, das erinnert mich an meinen Mistkerl von Vater. Habe ich etwa gesagt, ihr könnt aufhören? Und Olli probiert's ein letztes Mal und kritischer heiterer Hampler. Verdammt, wer hat euch das beigebracht? Woher könnt ihr das genauso gut wie... Es tut mir leid, Son. Ich war ein Trottel und ein furchtbarer Vater. Ich kann's dir nicht verdenken, wenn du mich hasst. Wie kann ich dir das nur wieder gut machen? Ach, dafür ist es zu spät, du bedeppert alter Blödmann von dem Baden. Ach, Vater. Ja, und wie gesagt, ansonsten gibt's ja auch nichts Spannendes. Aber interessant, dass es uns hier trotzdem nochmal reingeführt hat, muss ich ja wirklich sagen. Bin ich ein bisschen froh drum. Echt? So, dann holen wir uns mal die letzte Belohnung. So, ab zur Alles-Neu-Abtei. Boah, ich bin wirklich froh. Ich bin wirklich, wirklich froh, dass das jetzt verhältnismäßig schnell ging, weil das hätte ewig dauern können mit den Golems oder mit dem heiteren Hampler, bis das dann mal funktioniert. So. Und gerade diese Berufungsquests, die abzuschließen, ich weiß nicht, das hat irgendwie immer so ein besonders gutes Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr mir da folgen könnt. Na du?
Endlich können mein Sohn und ich zusammen lachen. Ich bin euch ja so dankbar, Olli. Und jetzt möchte ich euch einen Kampftrick zeigen, der wird euch wirklich nützlich sein. Das ist eine aufeizende Melodie, die euch und eure Kumpel mächtig acht zuschlagen lassen wird. Packt einfach diese Schriftrolle ihr ein und sie können ein starkes, altes Liedchen summen. Bardenbibel. Narrenspiel ist abgeschlossen. Und das ist wirklich ein sehr praktisches Ding. Schon komisch, aber bei der Bardengeschichte geht es nicht nur um Jux und Dallerei, denn nur die Übung führt zur Bardenkunst. Ja. Das ist die Bardenbibel. Steckt das ein, um lustiges Liedchen anwenden zu können? Ich weiß nicht, ob ihr ein lustiges Liedchen schon mal gesehen habt. Ich meine, im Kampf gegen Fledersheens solltet ihr das schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Oder vielleicht habe auch nur ich es gesehen. Ich bin mir da tatsächlich gerade ziemlich unsicher. Aber ja, das lustige Liedchen erhöht die Angriffskraft von jedem Verbündeten mit einem Schlag. Und das ist super praktisch. So, die Dame hier oben hat eine Quest für uns, zu der brauche ich aber noch nicht zu gehen. Dafür brauchen wir einen bestimmten Charme und den habe ich leider nicht. Das ist das Problem. So, und jetzt sind wir genau da, wo die letzte Folge aufgehört hat. Nur 20 Minuten schon in dieser Folge. Was heißt, wir werden die Quest mit Sicherheit nicht in dieser Folge hier lösen können. Davon verabschiede ich mich schon von dem Gedanken, aber hey, das passt schon. Das passt schon alles. So, gucken wir uns doch mal um. Wie geht's denn, Jonah? Na du? Hallo, Quest. Oh, ihr seid der Reisende, der mir so geholfen hat, nicht? Wusste ich's doch. Wir scheinen uns ja schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen zu haben. Ich bin nur immer gut mit den Fischen Turm ficken. Wie, bitte? Was? Fischken ich? Das ist das Problem, wenn man mit den Augen schon weiter ist. Und dann Fischen und ich. Entschuldigung, Freunde. Ich hab zwar noch keine Ahnung davon, aber ich kann das ja noch lernen. Aber das ist eine Sache, die mir Sorgen macht. Vielleicht kann ich euch um was bitten. Als wir neulich zum Fischen waren, habe ich einen riesigen Schatten im Wasser gesehen. Ich bin mir sicher, das war Leviathan. Und ich würde so gerne mal mit ihm schnacken. Vielleicht könnt ihr ja mit den Leuten sprechen und Ruth finden, wie man ihn rufen kann. Ein dicker Fisch. Klar, wir können es probieren. Oh, danke. Ich bin ja immer am Fischen nu. Und da habe ich gar keinen Zeit, mit den Leuten zu fragen. Das gibt hier so eine alte Geschichte von so einer alten Frau, die Leviathan rufen konnte. Aber die ist nur schon lange tot. Trotzdem muss das doch im Dörp irgendwelche Hinweise geben, wie die das gemacht hat. Ich hab selbst schon danach gesucht, aber nichts gefunden. Ich glaube, das kriegt ihr für wie es viel schneller hin. Ja, ich glaube auch, dass wir das schneller hinkriegen. Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Auf der einen Seite finde ich es wirklich witzig, dass sich Dragon Quest da so eine Mühe gibt und die Dialekte so imitiert. Auf der anderen Seite ist es aber furchtbar nervig, sowas zu lesen. Jona war neulich das erste Mal zum Braut zum Fischen. Ich war immer zu Tränen gerührt. Die Leute deren ist ja aber richtig groß geworden. Richtig erwachsen ist sie nu. Aber eigentlich brauchst du doch einen Talisman von ihrem Vater, oder? Das ist doch eine Tradition hier in Lapskusen. Ich frag mich, ob ihr mal das ihn geben konnte, bevor er verschwunden ist. Das ist die Frage. Chilp, chilp. Das ist auch eine gute Frage. So, also die Leviathan-Sirene. Ich habe meine Frau mit dem Namen Leviathan Sirene, aber das war schon bevor ich geboren war. Da weiß niemand, ob sie wirklich die Gottesmeere rufen konnte und nun ist sie tot und das blieb die Geheimnis. Also wir müssen irgendjemanden... Du bist doch alt, du musst dich doch auskennen. Moin und willkommen in Lapskausen. Ich hoffe, ihr könnt mit Fischen anfangen, sonst war das mit euch bannig langweilig hier. Aber neulich Nacht war ihr mit ihr los, die ganze Himmel vor der Stirn schlummen, das wäre vielleicht ein Ding. Oh, hallo, seid ihr etwa auch auf Reisen hier? Ich bin hierher gekommen, um auch mal einen Blick auf dieses riesige Seemonster zu werfen. Leviathan oder so. Aber ich kam einen klitzekleinen Augenblick zu spät. Das ist ärgerlich. Ja, das ist doof. Na du? Ich hab mal ein bisschen klamüsert. Jeden Tag gehen wir Ruth zum Fischen. Und was dort ist, Eten zu haben, das ist unser Leben. Und deswegen sollen wir nicht vergeten, dankbar dafür zu dienen, dass wir Tag für Tag überleben können. Das ist harte Arbeit, aber das muss so sein. Das ist nicht richtig, was du kriegen, ohne was dafür zu tun, oder? Ja, irgendwie nicht. Jonas sagt, dass Zog mit dem Boot rüberfährt. Da wollte ich lieber noch mal beten vorher. Ich will ja nichts Böses sagen, aber sie wirkt ein bisschen komisch die letzte Zeit, oder? Vielleicht zu viel gebetet. Vielleicht
Hat sie zu oft mit euch gesprochen? Oder versucht, die Sprache hier zu lesen? Das könnte ich mir gut vorstellen. Die Fischer im Lachshausen haben alle Art den Talisman dabei, wenn wir rumfahren zu fischen. Und das hier ist meiner. Hat mir mein Vater gegeben, als ich 18 war. Da drin ist eine Geräte von einem Thunfisch, die mein Urgroßvater gefangen hat. Und schon ein bisschen gammelig, aber ohne das Ding würde ich nicht rumfahren. Ah, ist das schön, ob Vater zu sehen. Ich würde einen Rappel kriegen, wenn ich nicht auf das Meer rumfahren könnte. Ja, dann kriegt man einen Rappel. Mann, war das eine funkelige Nacht neulich. So viele Sternschnuppen, das habe ich ja noch nie am Himmel gesehen. Das war bestimmt ein Zeichen, dass der große weiße Wal sich blicken lässt. Der Leviathan war nicht weiß, aber gut. Vielleicht war der echte Leviathan ja weiß. Was mit dir? Wisst ihr, die Mutter von Jona, die war ja immer so krank. Und die ist auch gleich nach der Geburt von Jona gestorben. Mathis hat immer gesagt, dass Jona die Augen ihrer Mutter hätte. Das ist aber auch alles ein Jammer. Ja, ist schon unschön. War aber hier nicht der alte Sack im Laden? Der schon lange aufhören wollte? Du musst dich doch auskennen. Also wenn sich jemand auskennt, dann du. Zur Zeit hier ist scheinbar Frieden auf der Welt. Aber unter der Erde lauern noch ein paar gräßliche Monster. Wir haben kein besonders gutes Angebot hier. Wenn ihr also ein Schwert oder ein Stab oder ein Schild oder so braucht, dann solltet ihr besser in einem anderen Laden gucken. Du kennst dich doch nicht damit aus. Was soll das denn? Kennt ihr das? Wenn ihr so einen großen Einfall habt, dass es euch vorkommt, als ob Leute Licht umgeht? Ja. Ihr kennt das, fein, das ist nämlich Inspiration, schön. Nee, also ich kenne, Inspiration kenne ich nicht, ne? Nee, gibt doch gar nicht, das müsst ihr aber gerne lernen. Ich will euch mal zeigen, wie das geht. Ihr müsst nur ganz leise sehen und nachdenken, dann kommt die Inspiration wie so eine Lampe, die leuchtet. Und gesehen, oder? Das Licht wenig, fein. Ach, gucke. Wir können jetzt Eingebung. Na prima, das liegt über dem Kopf für heute, dass ihr irgendeine zündende Idee habt. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr noch mehr solche Eingebungen habt. Ich hätte jetzt erstmal gern die Eingebung, wo ich Sachen über Jona, nicht über Jona, sondern über den Leviathan erfahre. Ich weiß gar nicht mehr, wie meine Mutter ausgesehen hat, aber Jona meint, sie kann sich doch an ihre eigene Mutter erinnern. Die ist ja nur auch tot und trotzdem bin ich ein bisschen neidisch. Der Bürgermeister ist total von der Rolle. Seit dieser Sache steht die nur noch neben sich. Ich kann gar nicht smoken. Dein Jahr arbeite ich hier schon, aber ich komme nicht ran an ihm. Nur los, schön Bürgermeister, weil der Obwache. Jona ist doch gar nicht mehr böse mit euch. Was will ich wohl eure Frau sagen, wenn die Tür rücht, kommen und euch so sehen würde? Oh, kann ich wohl mal helfen mir? Der Bürgermeister hat einen Schockweg und ich komme gar nicht mehr auf die Beine. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll mit ihm. Vielleicht für euch aber ein. Dösiges Dorfoberhaupt. Das ist aber fein von euch. Vielen Dank, Oak. Dann habt ihr aber ihn gut bei uns, nicht? Wir sollen wohl natürlich Oak helfen. Vielleicht kriegen wir den Tor zum Dammbach. Ich weiß, was man da machen muss, aber ich glaube, das hat nichts mit der anderen Quest zu tun. Frauke, was? Tatsächlich ist das gar nicht so schwierig, aber auf die Lösung erstmal zu kommen, ist gar nicht so einfach. Dafür muss man nämlich wissen, welche Quests miteinander zusammenhängen und welche man erst freischaltet, wenn man andere gelöst hat. Und ja, ich gehe mal zu ihr und erzähle mal, dass wir das, die Leviathan-Sirene, das wir von ihr gehört haben, vielleicht reicht das ja schon. Das gab hier in Lovegausen mal so eine hellseherische Frau oder so, die nannte man Leviathan-Sirene. Über die könntet ihr vielleicht zuerst mal was rausfinden. Die ist natürlich schon lange tot, aber das wisst ihr ja schon, nicht? Ich bin mir sicher, dass ich was rausfinde, wenn man Leviathan rufen kann. Und wenn ihr ein bisschen mit den Leuten hier schnackt. Okay. Gut, ich glaube, ich habe den rettenden Einfall gerade. Eigentlich ist es ziemlich logisch. Die labert die ganze Zeit von der Leviathan-Sirene. Die anderen sagen, dass das hier in der Nacht so schön ist. Wir treffen 100 pro den Geist, wenn wir hier uns bis zum Abend ausruhen. 100 pro. Ihr habt da wirklich gut geschlafen. Schaut immer wieder rein. Ich hab ein Bällchen hier auf der Zunge. Lecker. Hallöchen. Ich bin Mausetot. Von mir könnt ihr da wohl nichts mehr lernen, oder? Ich glaube doch.
Ihr sucht die Levitron-Sirene. Jona, wir wissen, wie man Levitron ruft. Ja, das bin wohl ich. Ich habe früher Rituale gemacht, um ihm zu danken, aber gesehen habe ich ihn nie. Und ich habe immer den gleichen Krams bei diesem Ritual getragen. Den kann der Levitron wohl gut leiden. Das war ein Schweißstab, ein fließendes Kleid und ein Silberschild. Gut möglich, dass man Levitron anlocken kann, wenn man diesen Krams trägt. Ihr braucht den Krams und einen guten Blick auf das Meer. Dann müsst ihr ihm rufen und vielleicht antwortet er ja. Okay. Gut, gut, dann gehen wir mal zu Jona. Oh moin, habt ihr schon was herausgefunden, wie man Levitron rufen kann? Klar. Du wisst ja nur, wie das geht, hm? War ein Glück, sowas müssen wir denn nur tun. Ich wollte stoppen, fließendes Kleid und ein Silberschild und dort muss ich alles anstecken. Aber wo kriege ich denn so eine tolle Ausrüstung bloß her? Ich frage ja nicht gerne, aber könnt ihr mal mir angefallen tun? Ihr habt nicht viel zu beten, aber ich wäre euch auch arg dankbar. Ich wollte an einem Privatstrand vom Bürgermeister. Du kann ich wohl jetzt am besten roben, nicht? Gut. Die Ausrüstung haben wir ja außerdem schon. Hat da wer gut vorgearbeitet. Ihr erinnert euch an den Schwallstab? Yes, den haben wir... Ich glaube, den habe ich in Welcome gekauft. Obwohl wir den gar nicht unbedingt gebraucht hätten. Einfach damit wir den Schwallstab schon haben. Stimmt gar nicht. Wir haben uns den Stollersstab in Welcome gekauft. Und dann habe ich den Stollersstab zum Runenstab gemacht, der stärker war als der Schwallstab. Aber habe mir den Schwallstab extra noch in Blümingen gekauft. So war das. So, Silberschild haben wir sowieso. Ist unser stärkster Schild. Also dementsprechend nicht verwunderlich, dass ich das habe. Und fließendes Kleid habe ich uns zwischendurch auch gemacht. Wenn ihr euch erinnern könnt, habe ich euch erzählt. Genau, ich habe uns übrigens noch zwei dunkle Roben gekauft. Warum, werdet ihr später noch feststellen. Genau, das wäre es dann erstmal für diese Folge gewesen. In der nächsten Folge, würde ich sagen, wecken wir erstmal Bürgermeister Walter auf. Ich besorge dafür alles, was wir brauchen. Es ist nicht viel, ich muss nur ein Fleckchen abklappern, aber dann habe ich das schon mal getan. Genau, dann wecken wir den auf und dann watscheln wir langsam zum Privatstrand und dann gucken wir mal, ob wir den richtigen Leviathan rufen können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!